Wir gehen die Tür auf und wir sind soweit. Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil. Ja, wie ihr seht, sind wir wieder hier unten. Es hat einfach über 20 Minuten gebraucht. Ja, 20 Minuten, über 20 Minuten hat es jetzt gedauert, bis ich das jetzt hier wieder vorgespielt habe, bis hierhin. Also das, ich würd gerne nicht oft jetzt das machen, weil das zieht so viel Zeit, das ist halt einfach kompletter Wahnsinn. Aber gut, ja. Wir gehen direkt mit dem Revolver rein. Gucken, was da abgeht. Und ja, hier muss irgendetwas liegen, weil unten ist ja direkt schon der Boss. Also irgendwo muss hier noch irgendwas liegen. Aber wo? Weil man sieht ja auch hier nichts. Wäre cool, wenn hier noch ein Farbband liegen würde oder so. Hm. Hier liegt nichts. Schade. Die meinen das ja auch nicht da unten, glaube ich, oder? Weil hier muss ja irgendetwas liegen. Aber hier liegt halt nichts. Gut, wir versuchen es auf ein neues. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das wirklich nicht das Richtige ist. Okay. Komm, schieb doch! So, was passiert jetzt? Ah, das Tor geht auf. Ah, toll. Okay. Muss das einer verstehen? Ja, gut. Tragisch. I'll investigate this area. A little further. Eine tragische Geschichte. Oh Gott, hoffentlich. Guck, hier liegt noch irgendwo was. Da ist noch etwas. Ah, ein Familienfoto.
Oh Mann. Tragische Geschichte, sag ich ja. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wo wir da rauskommen. Hoffentlich noch nicht wieder irgendwelche Sachen. Das, was ich jetzt am meisten brauche, ist Speichern. Aber anscheinend... ich weiß schon. So, dafür sind die Einkerbungen jetzt da. Oh Mann. Das ist nicht gut. Ich kann immer noch nicht speichern. Das ist absolut nicht gut. Ja, ich habe nicht gewusst, dass man die Säcke runterschmeißen muss. Jetzt habe ich unnötig 6 Magnum-Magazine verballert. Und das ist nicht cool. Habe nämlich das Gefühl, dass dann noch ein größeres Scheiße auf uns zukommt. Ah, Mist, ey. Hoffentlich hält das da alles. Es ist halt, wenn ich hier sterbe, ist halt 20 Minuten wieder rumspielen. So, dann einmal. Schon, dass ich jetzt die ganzen Sachen hier brauche, deswegen nehme ich jetzt mal alles mit. So. Puh. Oh Mann. Hoffentlich können wir irgendwie speichern. Hoffentlich. Kannst du mir nicht einfach Munition geben? Am besten gehen sie schnell weiter. Ich dachte zuerst, da ist noch irgendetwas, aber anscheinend ist es die Birne, die da rumflackert. Hoffentlich brauchen wir die Windel nicht. Alles richtig? Wie gesagt, ich hoffentlich können wir irgendwie speichern. Ja gut. Was ist das denn? So. Oh, es geht noch weiter runter. Boah, Junge. Thank you.
Willkommen im Labor. Oh, scheiße. Öffnen nur im Notfall möglich. Okay. Boah, alter Schwede, ey. Hoffentlich können wir speichern. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich liebe es. Ich liebe es. Oh, geil. Wir können speichern. Wir können speichern. Meine Fresse, ich liebe es. Sehr cool. So. Ich habe das Gefühl, wir haben ja nur dieses eine Heal. Oh Gott. Ist hier noch irgendwas? Nein, gut. Hab das Gefühl, dass wir hier auch Besuch bekommen. Bei dieser Musik schon alleine, ne? Ist denn nicht so gut da? Oh nee. Jo, Zombies sind wieder am Start und die müssen wir halt verbrennen. Grünes Kraut. Mit. Ich weiß gar nicht, wo lang jetzt. Bräuchten eine. Oh, warte mal, das ist gut. Oh, mal schnell. Oh Gott, da sind ja drei. What the fuck? Alles geklärt hier? Hey? Hier liegt noch was? Ach so, ja, Kanister. Ja. Ich weiß nicht, ob der Kanister auch zu den Items zählt. Ach du meine Fraser. Labor. Boah, leck mich am Arsch, ey. Das kann ja was werden. Das ist zwei grüne Kräuter. Alright. Haben wir denn hier? Genau. Dafür muss ich das mitnehmen. Okay. Gott, nee, ne? Clark David.
Ja, eigentlich müsste das hier funktionieren. Ist ja richtig. Hoffentlich. Verstehe nicht, wie man so auf so eine Idee kommt. Unbelievable. Verschlossen. Ich gehe erstmal woanders noch gucken. So viel haben wir ja hier noch nicht gemacht. Moin. Da liegt aber auch noch irgendetwas. Dolch. Okay. Hochspannungssymbol ist in Schloss eingraviert. Alter, ist das jetzt ein scheiß Ernst? Eine Art Hochspannungssymbol. Ich muss den Schlüssel finden. Oh nö. Also muss ich das machen. Aber nee, warte mal. Wir haben ja hier oben die Möglichkeit, da gibt es ja noch eine Tür. Irgendwo muss hier die Diskette rein. Warte mal. Bin ich? Oh. Lol. Okay, hier ist ein Magnum. V-Punkt Acts. Das war mir auch schon bewusst. Oh mein Gott. Jo, da ist noch eine Blendgranate. Ist aber nicht alles. Ich bekomme gerade echt viel. Ein einzelnes. Oh, okay. Ich bekomme gerade echt viel Heal. Also. Immer noch nicht alles. Achso, ja, wegen der Magnum-Munition. Die da ist.
Anscheinend ist der kaputt. Ja, das ist natürlich scheiße. Wenn ich jetzt nur... Okay, warte mal, ich muss ja eh nach oben, deswegen gucke ich mal. Ich bin hier eh gesichert, ich habe ja eh noch viel Blendgranaten, Granaten und Messer, also daher, also deutsche. Ja, moin. Kommen Sie denn her? Ja. Ja, ne? Ja, ne? Lass dir das mal durch den Kopf gehen, mein Freund. Also ich kann jetzt noch einmal speichern. Das ist... werde ich auch machen. Scheiße, da ist noch eine Diskette. Brauche ich wahrscheinlich sogar so beide. Mal zurück, lege mal ein bisschen was ab. Machen wir heute mal eine kleinere, längere Folge. So. Nachdem ich da jetzt drin war, werde ich dann speichern. Tja, haha. Freut der Sonne. Ach ja. Oh, ist ein Messer im Kopf? Das tut aber leid. Shit. Wo soll die denn rein? So viele Messer, wie ihr schon in den Kopf bekommen habt. Zwei. Gut. Ich speichere. Ich habe heute schon echt fucking viel aufgenommen. Zum Glück haben wir ja noch mehr bekommen. Nicht nur ein Farbband, sondern drei. Ich wäre echt aufgespissen, wenn das nur einer gewesen wäre. So. Dann sag ich mal, ich verabschiede mich dann zur nächsten Folge. Ich sage tschüss und haut auf Wiedersehen. Euer Benno Blöbe, bis zur nächsten Folge von Resident Evil. Ich denke mal, die brauche ich. Tschüss!